MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ja, hallo ihr lieben YouTuber, euer THC 5 und 5 mit Toastbrot an die Wand und endlich funktioniert das, was ich mal vorhatte, und zwar Don't Starve. Das ist ein Indie-Spiel zum Überleben. Wenn man tot ist, ist man tot, so aller DayZ eben, dann wird alles gelöscht, man kriegt Epi dafür, etc. etc. Ein ziemlich saucooles Spiel, hab schon lange gespielt, hat sogar mal eine Aufnahme gemacht, aber mit Camtasia, weil ja mit Fraps ging's nicht. Habe jetzt eine Lösung gefunden, wie es mit Fraps ging oder geht. Und da begrüße ich euch ganz herzlich zu und wünsche euch auch viel Spaß mit mir beim Überleben hier. Generiere Wild. Na, ja, wir haben's. Ich hab's auf hier auf Standard gelassen, also hier keine wirklich große Veränderung. Und nehmen natürlich den Hauptprotagonist Wilson. Und schwupp. So, auf einer zufallsgenerierten Welt. Ja. Okay. Ah, da unten. Nimm einen Setzling. So. Ich habe das schon ein paar Stunden, also beziehungsweise 3 Stunden habe ich es jetzt schon gespielt. Schon ein paar Sachen gefunden, noch ein paar Mal gestorben eben. Es ist lustig, ich bin mal an eines Morgens, wo ich mal quasi Spätdienst hatte von der Arbeit, da hatte ich mal die Idee gehabt, ja weißt du was, komm, zocken nochmal schnell The Don't Starve und so. Und wisst ihr was, ich bin mal kurz rein. Hab zwei Bäume gefällt und schwupp, was passiert? Ein Monsterbaum kommt raus und hab mich fast tot. Hab's aber am Schluss überlebt. Besser er als ich, ja genau. Hier droppt irgendwie so Zeugs hier rum. Das brauchen wir gerade hier nicht. Also das kann man auch gar nicht einstellen, das ist jetzt total random spawn hier, voll cool. Mir persönlich gefällt das Baummenü, also ist so unübersichtlich ist es nicht, also... Geht schlimmeres, sagen wir es so. Ja. Don't Starve. Das ist ziemlich eigentlich interessant, dass das... Also es hat mich richtig gesucht. Also ich kann wirklich fast gar nicht aufhören damit zu spielen, weil es einfach mega sucht. Dieses Überlebensinstinkt, dieses Sammeln und wiederverwerten und essen eben, an Leben bleiben, nicht sterben und was kann ich hier und da machen. Und dann gibt es eben die Nächte eben, wie auch ziemlich ja auch je nachdem Haplik sind. Und dann geht's dann wieder ab. Man macht sich ein Lagerfeuer und so, muss dann gucken, dass man Holz hat, weil sonst geht das Licht aus und so. Und wenn das Licht ausgeht, dann hat man dann ziemlich stark ein Problem. Wir gucken mal hier auf die Karte, haben wir auch unten haben wir noch ein Wurmloch. Was haben wir da unten eigentlich? Da ist irgendwas Rotes. Ich will noch was gucken. Da ist. So. Da haben wir einen Hasen, aber den können wir ja gerade momentan gar nicht einfangen. Gehen wir noch hier unten mal. Oder oben aus dem Möhre, ja komm. Die spawnen noch Dinge häufig. Oh, Bienenschwarm. Ja, ist ein bisschen früh, das muss jetzt hier gar nicht sein. Hab ich jetzt... Oh, man kann das Sichtfeld ändern. Cool. Das habe ich noch mal gar nicht gewusst, das finde ich super. Bist du von der falsche Taste gedrückt? Das Wurmloch war ja so, glaube ich, oder? Boah. So. Es war nicht vernünftig, das zu tun. Das finde ich schon. Weil durch das kann man, können wir jetzt hier eben auch, kommen wir durch einen anderen, in einen anderen Ort, irgendwo auf der Karte. Und, wuppdiwupp, schieben wir das mal her. Hier. So. Aus, um. Direkt auch Steine unten, Goldnugget. Ist natürlich wieder mal super nice. Super, da haben wir einen guten Ort erwischt, weil wir brauchen auch die Steine ja nicht nur, um auch voranzukommen in der quasi Entwicklung, sondern wir können ja auch einen besseren Feuerplatz bauen, der geht zum Standard mit Holz erstmal bestehen bleibt und zweitens eben ne, auch besser aussieht. Brauchen aber dafür noch ein bisschen mehr Stein, gleich wird es etwas dunkel. Und natürlich das Gold
brauchen wir natürlich auch Goldklumpen, ja. Benötigen wir natürlich auch, um natürlich auch in der Wissenschaft und Technologie voranzukommen. Hey, nimm's doch ein. Wir sollten zwar nicht allzu nah am Bäumen basteln, sonst könnt ihr auch entfackeln. Hauen wir mal um. Sehen ziemlich lebendig aus, ziemlich cool. Mir kommt einfach kein Baummonster. Nimm das, Natur. Ah ja, genau. Das wollte ich sogar angesprochen haben. Vielleicht die einen oder anderen jetzt denken, warum ich das auf Deutsch habe. Es ist ja eigentlich nur auf Englisch. Es ist ein Mod. Das hat 65% oder so übersetzt. Wenn ihr bei Steam könnt ihr auch ins Forum irgendwie gehen oder sogar ein Hauptspiel, also ein Hauptmenü des Spiels gibt es ja auch Forum. Da könnt ihr drauf, da gibt es dann auch eben unter Mods eben auch Language Mods und so. Und da gibt es eben auch eines, das das Spiel in Deutsch macht. Ein paar Rechercher-Fehler und auch komische Wörter gibt es natürlich auch drin. Aber dennoch ist das meiste sehr gut übersetzt und ja gut, viel zu übersetzen gibt es ja nicht. Es ist ja meist, ist ja selbst... Oh. Spinne. Ist ja auch an sich wirklich selbsterklärend. So. Okay. Oh, hab zu wenig Stein gerade, merke ich. Hauen wir schon um. Ja, unsere Werkzeuge, wie gerade auch gesehen, können verschleißen und kaputt gehen. Und dann müssen wir einfach ein neues herstellen. Oh, wir haben einen ziemlich guten Ort hier gefunden. Können wir gleich direkt das erste Teil bauen. Nur noch Gold. So, wunderbar. Hunger haben wir nicht so allzu groß. Wunderbar. Bauen wir hier mal das Wissenschaftsteil auf. So. Holzanzug. Ja, bauen wir erstmal einen Speer noch. Wir basteln natürlich noch einen Holzanzug. So. Mehr Seil. Geschliffener Stein brauchen wir gerade mal gar nicht. Schaufel, ja, Dings, ne? Das wird dann ganz dunkel. Holz. So. Samen. Natürlich immer praktisch, wir sollten unser Essen kochen. Das sorgt dafür, dass es erstens mal nährreich ist und uns auch mehr eben zurückgibt. So, sind wir da wieder voll. Jetzt können wir hier das Feuer reinschmeißen. Mir fehlt natürlich wie immer mal der Ast. Was kam hier gerade? Ah, geschliffener Stein. Seil brauchen wir das? Ja, bauen wir mal mit. Eigentlich bräuchte ich ja mal, brauche ich mal eine Kiste. Da müsste ich aber Holz und Blödsinn. Haben wir das denn? Und natürlich viel zu wenig Holz. Aber so viele Bäume hier. Es wird ja eh gleich Tag. Gucken. Oh, ich bin heute nicht nochmal durchs Wurmloch. Oh, oh. So ist. Ah. Weil immer so ein Ästlein. So. Und natürlich auch kleine Schaufel bauen. Weil mit der Schaufel können wir nämlich die Dings rausholen, die Baumstumpfe da unten. Und die geben auch nochmal ein Holz. Also das ist natürlich dann ziemlich praktisch. Und für den Baum, ja. Dass wir den dann nochmal ein Holz bekommen. Den können wir natürlich brauchen eben. Wisst ihr, Holz ist sehr wichtig irgendwie. In den meisten Überlebensspielen, komischerweise. Ne? Er ist auch ein ziemlich beliebter Rohstoff hier. Wir bekommen auch je nachdem diese sogenannten Tannenzapfen. Mit diesen Tannenzapfen können wir dann eben auch neue Bäume fällen. Blödsinn. Fällen. Ansetzen meine ich natürlich. So.
hau den Baum da um. So. Oder wieder ein bisschen Holz. So. Hoppala. Ohne gucken. Das klingt so komisch, wenn die Dinger da wachsen, die Bäume. Holz. So. Wintermeter, hier, hier. Ich brauch jetzt keiner. Holzwand. Eigentlich wollte ich eben die Kiste bauen. Weil hier können wir dann eben Sachen, die wir eben gerade momentan gar nicht benötigen, auch mal reinlegen. Brauchen wir eben alles gerade gar nicht. Wunderbar. Haben wir das auch so mal da rein. Ja. Die Shovel, was war die nochmal? Shovel, Feuerstein. Okay. Brauchen wir da natürlich noch was für. So. Genau, das ist ja wunderbar hier. Also Steine haben wir ein bisschen abwinken, merke ich gerade. Aber hier fühle ich mich recht wohl irgendwie. Also so eine freie Fläche habe ich schon gerne. Also lieber als so, ne? Ah, da fehlt mir einer. Ah, Hammer. Hammer habe ich gar nicht gesehen. Ah, zerlege Bauwerke. Aha, nein. Doch, habe ich schon gesehen. Aber ich habe es nie gebraucht, weil... Ah! Nice. Auf die Augen! Naja. Sehr schön, das brauchen wir nämlich. Das ist ja super nice hier. Ach du dicke Scheiße! Okay. Muss auch nicht übertreiben. Wir leben ja nur einmal. Ha, ha, ha. Fuck, ey. Direkt so übermenschlich kommen die daher. So. Ich hab doch eben noch einen angesammelt. Na komm. Kann ich gleich nochmal einen einsammeln. Da habe ich doch nicht eingesammelt, weil ich Dings einsammeln wollte. Hä? Hier haben wir noch. Wollen wir eh direkt eine neue Axt. Wirklich beschädigt haben die mich ja nicht. Hä? Haben wir immer noch genug Leben. Nein, du sollst sie nicht ablegen, du Depp. Genau. Genau, eine Schaufel. Da können wir unsere Sachen dann rausziehen. Da ist sie. Hier eben. Lupp. Lupp. Wunderbar. Ja, was ich eigentlich nochmal zum Spiel sagen wollte, also mir gefällt sehr, ich finde auch den Grafikstil, finde ich sau einzigartig und auch ziemlich genial eben. Macht deshalb Spaß. Ich habe sogar, eigentlich was ich sehr schade finde, ist, dass man eben so, dass sie es nur auf Singleplayer machen wollen, klar, das kann man sehen, wie man möchte. Ich finde es aber mega cool, warum es eigentlich, warum es keine, also ein Koop-Modus wäre eben nice. Weil eigentlich jedes Spiel heute, was eben auch Survival hat, also Minecraft, DayZ mal als Vergleich, die sind Koop spielbar und heutzutage ist Koop einfach gar nicht mehr wegzudenken. Koop ist einfach sowas von normal fast schon geworden. Und die Spiele, die es heutzutage nicht wirklich machen, in irgendeiner Form einen Modus reinzubauen, mit dem man seinen Freunden spielen kann, die sind meistens irgendwie auch irgendwie schlechter, finde ich. Also sie machen nicht so viel Spaß, finde ich. Oder die spielt man eben auch gar nicht so lange. So Koop-Spiele machen einfach auf Dauer auch mehr Spaß eben. So jetzt, da kann man eben noch, da kann man eben nochmal so Überlebensrunden machen. So Last Man Standing gibt es ja noch meistens auf manchen Modi, beziehungsweise Games. Und das finde ich schade, dass da eben, ups, ich wollte gar nicht Escape drücken. Dass man da eben gar nicht das hier eingebaut hat. Sie wollten wirklich darauf behaken. Ich habe hier ein Video zu gemacht, dass jemand da eine Petition gestartet hat. Und momentan sind wir bei 47 Unterschriften von 5000 da.
Und mit deren Unterschrift kommen wir dem Ziel auch näher, weil es wäre mega cool, wenn die das nochmal nachträglich irgendwie reinbauen könnten, weil ein Zweier-Koop, das wäre schon zu Genüge. Ich sage einfach mal so, wenn die es wirklich nicht machen würden, dann ist natürlich klar, das Spiel basiert auf Lua eben und Skriptsprache. Und ich denke mal, da würden sogar, würde es Mods dazu irgendwann mal geben, wie bei vielen anderen Spielen, so Far Cry 1 gab es einen Koop-Mod, wo gab es noch Koop-Mods, Fear 1 und so alles. Es gibt ja einige Spiele, die ja durch einen Mod ja Koop spielbar waren. Weil ja Half-Life 2 ja auch eben, da gab es ja auch diese Synergy da, womit man es Koop spielen konnte. Also es war da schon einiges möglich in dem Bezug auf Koop-Mod. Da können wir auch hier auch gut vorstellen. Eben, wie gesagt, das war ja bei den Spielen, die ich jetzt genannt hätte, Far Cry 1, Fear 1 und Half-Life 2 eben auch nicht gedacht. Gut, Half-Life 1 hat das ja auch. Das war ja bei denen alles gar nicht im Koop geplant. Und diese Leute haben da einen Mod gemacht, wo man das Koop spielen konnte und man war glücklich. Es ging, fertig, war's. Und dann hat man es gezockt. Es war, ich finde es immer egal, ob es einen quasi Zusammenhang hat oder ob es irgendeinen Sinn macht. Ich meine, storymäßig muss es für mich keinen Sinn machen. Ich will einfach mit Freunden zusammenspielen. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Das ist, ja, man, ja. Muss es ja auch ehrlich gesagt nicht immer, oder? Weißt du nicht, was eure Meinung dazu ist? Vielleicht seht ihr das ja anders, könnt ihr gerne in den Kommentar reinschreiben und darüber diskutieren. Aber ich persönlich finde, dass ein Koop-Mod in Don't Starve doch recht cool wäre. Ich wollte eigentlich mal so ein Ding anpflanzen. Da habt ihr zwei. Sind wir nur zwei bekommen? Eigentlich bekommt man immer sonst immer sehr, sehr öfters. Ja, dann sind wir momentan eben. Was fehlt denn jetzt eigentlich? Also die Steindinge da. Die Steinhacke. Spitzhacke. Sehe ich hier nicht so. So, wirklich wieder Tag. Dann können wir wieder auf Suche gehen und unseren neuen Krimskram suchen.